Herzlich willkommen bei Leadzeit TV. Es freut mich, dass ich den René Hasler aus Vaduz bei uns begrüßen darf. Er ist der Bürgermeisterkandidat von der Freien Liste. Und wir interessieren uns, was er für Zielsetzungen, für Vorstellungen hat, wenn er denn im März oder wenn es dann einen zweiten Wahlgang gibt, im April als Bürgermeister gewählt werden würde in Vaduz. Ja, ich möchte zu Vaduz Verantwortung übernehmen für Vaduz und ich denke, dass ich sehr gut gerüstet bin dafür. Oder? Ich bin seit dem 94 politisch aktiv. Am Anfang in der Dorfgruppe, wo wir Initiativen, Referenden gemacht haben. Im 95 bin ich das erste Mal zu Vaduz in eine Kommission, dort bin ich in die Landwirtschaftskommission eingetreten. Über die ganzen Jahre bin ich ja, fast in den meisten Kommissionen der Gemeinde einmal Mitglied gewesen. Und habe dadurch natürlich einen sehr guten Eindruck bekommen von den Aufgaben und den Verantwortungen innerhalb von Vaduz. Ich war 8 Jahre Gemeinderat und in dieser Zeit habe ich ja, erleben müssen, was ein bisschen fehlt, was gut läuft, was nicht so gut läuft und ja, die ganzen Abläufe kennengelernt. Und aus dem Denken, aus meinem Erlebnis von Vaduz mal, habe ich jetzt das Gefühl, jetzt muss ich in die Verantwortung hineingehen und Vaduz, ja, nach meinen Ideen und Vorstellungen mitprägen. Du bringst einen grossen Erfahrungsschatz mit politisch. Ja, du bist im Gemeinderat auch schon gewesen. Also du kennst das Innenleben von der Verwaltung, von der Gemeinde natürlich in dem Sinn sehr gut. Was sind denn konkrete, prioritäre Ideen, wo sich Vaduz weiterentwickeln könnte oder sollte? Ich denke, eines der Hauptziel natürlich, das ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts innerhalb der Gemeinde. Also hier müssen, ja, ich kann sagen, es hat für mich schon im Gemeinderat drinnen angefangen. Oder? Ich habe erlebt, wie wir einen Bürgermeister hatten über die Jahre, wo die Arbeit sehr gut gemacht hat, aber er war nicht in der Lage, um den Gemeinderat mitzunehmen. Also es sind die Vorlagen, die sind relativ pfannenfertig immer serviert worden und der Gemeinderat hat können darüber abstimmen. Damit tut man für mich nicht, ja, man tut den Gemeinderat nicht wirklich begeistern. Und ich denke, dort liegt eine von meinen guten Fähigkeiten. Ich bin begeisterungsfähig, man kann mich begeistern, aber ich kann auch die Leute begeistern. Und ich denke, das braucht man. Man muss zuerst mal das Gremium Gemeinderat mitnehmen, dass die als Mediatoren natürlich nach außen treten und dann im Moment auch die Bevölkerung mitnehmen. Also dort habe ich natürlich schon konkrete Vorstellungen, wenn man das auf den Weg bringen müsste, indem dass man ja, andere Arten von Bürgerbeteiligungen macht, dass man auch mehr Möglichkeiten hat, dass sich die Bevölkerung treffen kann, und zwar alle Einwohner von Vaduz. Man erlebt immer ganz Vaduz, dass sich das Ganze einfach ein bisschen aneinander dividiert. Oder? Man hat zwar Grossveranstaltungen, wo die Leute führen können, aber wenn es fertig ist, dann war es das wieder. Ich selber bin einer, der sehr viel im gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Ich gehe auf die Veranstaltungen, die sind. Aber ich bin einer, der sehr viel in der Wirtschaft hockt, also, und dort am Stammtisch ist und die Gesellschaft genießt. Ich denke, dass wir dort daran arbeiten, man die Leute auch ins Städtchen holen, zu Veranstaltungen holen, dass sie miteinander diskutieren kann, damit man auch politische Vorhaben besprechen kann und dem vielleicht in der Urne eine Chance hat, um ein Ja überzukommen. Als Bürgermeister wärst ja du in einer Minderheit in dem Gemeinderat von Vaduz. Wie stellst du denn dir die Führung von dem Gemeinderat vor mit deinen Zielsetzungen? Ja, ich hoffe natürlich, dass dann am Schluss so noch ein, zwei freie Listler drin sind, es ist schon klar. Aber natürlich würde ich einen Gemeinderat vorsetzen, wo mehrheitlich aus FDP und VU-Vertreter, Vertreterinnen bestehen wird. Aber ich sage, genau dort sehe ich eine Chance drin. Also ich habe auch als Gemeinderat miterleben müssen, wie ja, vielleicht auch ein bisschen verstritten, dass der Gemeinderat gesehen ist, wenn die Position oder eine Idee von der anderen Seite kam, ist, hat man sie vielleicht nicht so wirklich als gut angeschaut und umgekehrt genau gleich. Oder? Und ich bin ein Mensch, der kann, ja, es ist auch von meiner Qualität, dass ich vielleicht die Leute zusammenführen kann. Und schlussendlich, wenn man dann als Gruppierung, als Gemeinderat Vaduz vorwärts bringen will, muss man zusammen arbeiten. Also muss die Unterstützung vom Gemeinderat zum Bürgermeister, wo dann hoffentlich ich bin, natürlich kommen.
Gibt es für dich ein prioritäres Thema, eine prioritäre Herausforderung in Vaduz, wo man sehr schnell angehen müsste? Oder gibt es so Problembereiche, wie zum Beispiel im Verkehr oder treffpunktmäßig? Gibt es da etwas Spezielles für dich? Ja, natürlich sind Umweltthemen sind immer auch sehr wichtig für mich als freier Listler. Oder? Dort möchte ich schon Akzent setzen, also dass man gerade in der ganzen Renaturierung noch immer weitermacht, dass man natürlich auch neue Impulse setzt. Also ich stelle mir vor, dass man zum Beispiel E-Carsharing macht, oder? Und nicht in einer gewissen Größe, wo dann auch, ja, die Leute nicht grossartig anstehen, wenn sie mal ein Elektroauto ausleihen möchten, und dort Akzent setzen. Und dort immer wieder auch, neue Ideen ausprobieren und schauen, ob es funktioniert. Und ja, wenn es dann halt nicht funktioniert und nicht angenommen wird, macht man wieder etwas Neues, bringt man wieder etwas Neues aufs Tapet. Und natürlich auch offen sein für Ideen, die von außen kommen, die aus der Bevölkerung kommen, damit man Vaduz schlussendlich auch als ökologisches Dorf, wo es dann hoffentlich einmal werden wird, weiterbringen kann. Wir danken dir, René Hasel, für den interessanten Einblick und wünschen eine spannende Wahlzeit und viel Erfolg. Danke dir.